Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Und bevor ich es vergesse, erstmal hier reingucken. Ja, Glas 0. Okay, das war ganz gut. Bevor ich es vergesse. Da. War klar. Bam, 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 bam. 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 Halt. So. Alles da rein. Reicht das? Ja, das dürfte doch locker reichen, oder? Gehe ich doch mal ganz schwer von aus. Aber ganz schwer. Aber vielleicht noch mal ein bisschen Bodenmehl. Vielleicht. Zack. Oh, nur noch 34. Zack. So. Und so. Was, wie viel haben wir davon? 8 Heuballen ist nicht so viel. 21 Wheat ist auch nicht so viel. Dann machen wir das. Ich weiß das eh noch nicht. Vor Ort. Das soll ja nicht der Problem sein. Aber hier noch was, woran ich denken muss, bevor ich jetzt Lava hole. Nö, ich glaube nicht. Holz haben wir in der Tasche und so. Und ja. Schauen wir mal. Ich meine, die Problematik kennen wir ja. Mal, ne, dass ich die Hälfte vergesse und so. Und nein. Du Saugeschissack. Sau, was war das jetzt? Saugeschissack? Man weiß es nicht. Je öfter ich den Kamin da im Augenwinkel sehe, je öfter kommt mir dann Gedanke, da oben noch ein Spinnenweben drauf zu machen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwo einen. Und selbst wenn nicht, wir können sie herstellen. Ja, können wir. So, okay, da kann ich nichts rausholen. Ja, auch nicht. Da konnte ich noch rausholen. Habe ich die Erde weggepackt? Really? Really? Habe ich. Ich bin ein Held. Da kann ich nichts mehr rausholen. Da auch nicht. Da konnte ich. Alter! Scheiße. Das war jetzt nicht nötig. Verdammt. Komplett ein Eimer verbrannt. Mann! Einmal Lava und einmal 3 Eisen am Arsch. Es war so unnötig. Ja, passiert. So kann das sein. Was man hier überall aufpassen muss. Ich muss hier echt noch mal Löcher stopfen. Das ist so unglaublich. Andererseits, warum laufe ich auch immer so komisch querbeet? Ist ja auch unnötig. Oh, der ist schon wieder gewachsen da. Finde ich gut. Und zack, 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 zack. Passt nicht mehr. Alles klar. Haben wir noch 4 übrig. Alles gut. Dich da rein. Dort ist auch alles rausgelaufen. Wow. Ja, Birke brauchen wir unterwegs noch. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Das glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber da will der Kunterbund stehen, ja, ein paar hunderttausend rum. Das ist auch kein Thema, ne? Ja, genug, würde ich sagen. Pomp. Pomp.
Pom. Komm, normal nehmen wir auch noch einen mit. Den können wir auch direkt nachpflanzen. So. Pflanzen wir gleich wieder nach, ist klar, ne? Obwohl die sowieso für den Bau hier zum größten Teil gepflanzt waren. Also eigentlich nicht alle nachgepflanzt werden müssten. Aber ja. So. Zack, zack, zack. Ja, du bist der Falsche, aber egal. Zack. Da sind welche. Was? Stopp. Noch was nachpflanzen. Hier noch einer und da noch einer und ja, da noch einer und das reicht. Das Holz wird wahrscheinlich nicht reichen. Ach komm. Machen wir dann doch noch. Ah, hier liegen noch Säpplinge. Sehr gut. Sehr gut. Und pop. Achso, der vorbereitete Weg. Der Überlegungsprovisorium-Weg. So. Na Huhn, guckste. Da bin ich alles am Abwälzen. Was habe ich heute für ein Sprachproblem? Was ist das denn? Wird an der Uhrzeit liegen. Sag ich jetzt einfach mal, um eine Ausrede zu haben. Ich weiß wirklich nicht, was habe ich jetzt hier? Auch gestern hatte ich ja schon so ein paar komische Verzettler. Was da los? Hat man manchmal, ne? Ich bin da... Ja gut, ich kann das sowieso recht gut. Aber zumindest in den Aufnahmen. Im Real Life eigentlich nicht. So an und für sich. Gut, kommt auch schon mal vor, aber so grundsätzlich eher nicht. Brauchen wir Spruce? Ne, eigentlich auch nicht. Na egal. Wir haben jetzt erstmal. Das hat was von hier aus, oder? Auch wenn erst zwei von den vier Silos stehen, das hat was. Hopp, haben wir noch mal ein paar Tintenfische hier, so falls, ne, falls. Obwohl es gibt ja immer drei, glaube ich, waren das jetzt, wenn man es direkt auf die Zellgrau macht. Und ich weiß nicht, 10 Tintensäcke oder sowas haben wir oder 20? Könnte ja sogar reichen, ne? Hopp. Hopp. Ich muss mal echt aufpassen hier mit den zerklüfteten Gegenden hier. Ab. So. Könnten hier jetzt an und für sich direkt mal diesen machen. Und ja. Diesen. Ne, da wir ja ein bisschen was stehen haben, falls war, ne? So. Weil hier stehen ja für sich nur Akazien rum. Ne, das muss man ja mal, ne? Falls wir da noch was brauchen. Und was, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, muss man das ja mal machen, ne? Gut. Zack. Das da rein. Bohrmehl hatten wir noch da. Das haben wir auch noch da. Legen wir mal so. Davon lasse ich mal die in der Tasche. Das legen wir mal so. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Glaube ich. Denke ich. Keine Ahnung. Das könnte was wenig sein.
Aber wir schauen. Weil, ich denke, es wird dunkel, verdammt. Ich denke mir nämlich, ne, Decke. Klar, ne? Brauchen wir nicht erklären. Oh Gott. Wo ist? Ach, da ist. Zack, Decke drin. Yay. Wenn auch nur. Ja doch, was heißt nur? Wenn auch noch ein Streifen frei ist. Okay, so. Wir haben kein Holz mehr. Aber wir müssen eh... hoch. Ich habe keine Erde. Verdammt! Weil wir müssen da oben auf jeden Fall jetzt Fackeln setzen. Sonst haben wir da oben Spaß. Wo ist die Erde? Da ist die Erde. Ne, wenn das hier nicht dunkel ist, dann weiß ich nicht, was dunkel ist. So. Hier ist auch noch ein Streifen frei. Was denn hier passiert? Ja. Da haben wir echt Holz zu wenig, verdammt. Zack. Zack. Okay, das wäre dicht. Hier, ja. Warte. Haha. Okay, dann können wir auch, wenn wir schon mal hier sind, ne, können wir auch das noch dicht machen, aber das machen wir, glaube ich, morgen. Weil genug getan. Es war viel zu anstrengend, was wir hier nicht gemacht haben. Bis morgen.